Hi, wir freuen uns sehr, endlich wieder eine Folge Gedankenschach, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität aufzeichnen zu können. Und unsere heutige Expertin ist Nicole Seifert. Das Thema, das wir mit ihr diskutieren wollen, das ist schwer auszusprechen. Es geht um Literatur und es geht um Literatur von Frauen. Und ihr Buch heißt Frauenliteratur, aber das ist jetzt hier so durchgestrichen und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt aussprechen sollte. Das wäre vielleicht die erste Frage. Wie sagt man denn zu deinem Buch? Weil ja Frauenliteratur ein Begriff ist, den man nicht mehr so verwenden sollte, weil der Untertitel ist ja abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und diese Abwertung hat mit diesem Begriff der Frauenliteratur zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist dann nicht echte Literatur, sondern es ist halt Frauenliteratur. Und deshalb hast du dieses Wort Frauen auch durchgestrichen, weil das nicht mehr so sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber vielleicht kannst du ja sagen, wie du dem Buch sagst oder was du da empfehlen würdest. Und dann Nicht stelle ich genau dich auch richtig gerne gleich vor, verstanden. was du sonst noch so machst, außer Bücher schreiben. Ja. Entschuldigung, ja. Ja, nee, alles gut. Das hast du genau richtig verstanden. Ich sage tatsächlich meistens Frauenliteratur mit so einer kleinen Pause dazwischen und den Untertitel dazu, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und meistens ist das dann halt genau der Einstieg ins Gespräch, warum ist es durchgestrichen. Und in der Tat war das auch was, worüber wir nachgedacht haben, ob man das jetzt. Ob das klug ist, einen Titel zu nehmen, den man im Grunde nicht aussprechen kann. Aber eigentlich hat es sich, glaube ich, also erstens gefällt es mir grafisch sehr gut und zweitens ist es ein guter Gesprächseinstieg. Insofern hält sich das so die Waage. Ja, kannst du vielleicht, also ich sag mal kurz, wie ich dich einordnen würde. Du beschreibst im Buch, dass du schon lange ein Lesetagebuch geführt hast. Also du bist sicher eine Leserin, die sehr intensiv und viel und sehr bewusst gelesen hat, viel gelesen hat. Dann hast du Literaturwissenschaften studiert, Amerikanistik, wenn ich das richtig verstanden habe, hast promoviert, bei Verlagen gearbeitet, in Buchhandlungen gearbeitet und jetzt bist du freischaffende Autorin, Leserin. Und du hast einen Blog, den du führst, und daraus ist jetzt dieses Buch entstanden, das jetzt schon ist es schon, also ich habe gesehen, es ist in der zweiten Auflage, ist es jetzt schon in der dritten Auflage, also es verkauft sich gut, nehme ich an, wenn noch Papier vorhanden ist, um weitere Bücher zu drucken. Das ist da im Moment so ein bisschen ein Engpass, oder? Ja, Habe ich das genau. jetzt Deshalb richtig haben wir so beschrieben, was du schnell, so, ah ja, Entschuldigung. hast du schon wieder alles richtig beschrieben. Deshalb haben wir so schnell die zweite Auflage auch gemacht, weil diese Papierknappheit drohte. Aber das, ja, das läuft erfreulicherweise echt ganz gut. Genau. Vielleicht können wir gleich, kann ich einsteigen mit einer etwas komplizierten Frage. Du hast gestern getwittert, dass du einen Karaoke-Song gesucht hast und Man muss echt aufpassen, ne? ja, genau, ich erwähne dann so die Tweets und mich würde natürlich interessieren, welchen Karaoke-Song du dann gefunden hast und da musste ich etwas lachen, weil ich habe dann gestern diese Geschichte von Carmen Mola gelesen. Das ist eine spanische Erfolgsautorin, beziehungsweise das Pseudonym einer spanischen Erfolgsautorin. Und als die einen groß dotierten Preis gewonnen hat in Spanien, hat sich herausgestellt, dass drei Männer diese Autorin erfunden haben, um hinter ihrem Pseudonym ja, diese gewaltträchtigen Krimis publizieren zu können. Und die erfundene Figur Carmen Mola soll eine Professorin gewesen sein, die einen Flair für Karaoke-Songs hatte. Und deshalb fand ich das ein bisschen speziell, dass sich dieser Link dann hergestellt hat. Also die doppelte Frage: Was ist denn dein Karaoke-Song? Und zweitens diese Carmen Mola-Geschichte, dass da drei Männer eine Frau erfinden, hinter der sie sich verstecken können, um ein Buch zu publizieren. Das hat ja auch, das spricht sie auch an, dass das bei vielen Frauen schon als so Geschichte erzählt worden ist, dass dahinter vielleicht Männer stecken. Was sagst du zu der Geschichte? So, jetzt hoffe ich, Ja. kommen wir ins Das Gespräch. finde ich auch interessanter als den Karaoke-Song, zumal ich noch keinen habe. Das ist also immer noch eine Challenge, die mir bevorsteht. Aber ja, ich finde das schon ziemlich interessant, dieses Phänomen mit der Carmen Mola und den drei Autoren, weil es ja erst so hieß, der erste Reflex in den Reaktionen war ja, aha, jetzt haben Frauen in Wirklichkeit den Buchmarkt nämlich so erobert, dass jetzt Männer sich weibliche Pseudonyme suchen und nicht mehr andersrum, wie es in der Geschichte eben immer war, dass Frauen, um überhaupt publiziert zu werden, um überhaupt
hervortreten zu können mit ihrem Schreiben, sich eben lange männliche Pseudonyme suchen mussten, wie die Brontes und George Eliot und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das der völlig falsche Bezug ist. Ich glaube, dass es auch kein Zufall war, wie die drei Herren ja, die haben ja so gesagt, ja, wir hatten das Pseudonym in 2 Minuten, haben da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Glaube ich keine Sekunde. Ich glaube, das ist totale Berechnung, die auch aufgegangen ist, marketingmäßig. Weil das ja, ich habe es nicht gelesen, aber es steht ja überall, dass das so brutale Thriller sind. Und in denen auch offensichtlich ja Gewalt an Frauen zu Unterhaltungszwecken reproduziert wird. Und sowas schreiben Frauen nicht. Ja, also wenn, das ist der Kniff dabei. Das ist das, womit die das verkaufen. Das hat eine Frau geschrieben, die angeblich eben auch noch Professorin ist und 3 Kinder hat und jedes Jahr so einen fetten Thriller aufhaut. Also da stimmt so viel nicht. Das hätte man sich ja fast denken können. Ich habe zum ersten Mal davon gehört. Deshalb kann ich das jetzt nicht behaupten, mir das schon vorher gedacht zu haben. Aber jetzt so im Nachhinein schreit es einen eigentlich an. Und das, also die Höhe dieses Preises ist ja total krass. Das ist ja über 1 Million, das ist ja mehr als der Nobelpreis. Schwierig, schwierig, das Ganze. Also verstehe ich das richtig, dass diese Form der Abwertung bzw. der Instrumentalisierung vielleicht von schreibenden Frauen, dass das jetzt damit wie so full circle gekommen ist, dass man sagen kann, es gibt eigentlich alles. Also es gibt Frauen, die sich als Männer ausgeben müssen, um Literatur publizieren zu können. Es gibt Frauen, die sich Pseudonyme besorgen, um ungestört publizieren zu können. Dann gibt es Männer, die vorgeben, Frauen zu sein. Also, dass das irgendwie alle Schattierungen, aber das gemeinsame Thema wäre immer, es geht um Marginalisierung, um Ausschlüsse, um Machtstrukturen in diesem Literaturbetrieb. Kann man das so sagen? Würdest du das auch so? Also so wie ich das verstehe, was sie da gemacht haben, dass sie eben ein weibliches Pseudonym benutzen, um da noch mehr Drama draus zu ziehen und so Brisanz, ist das natürlich letztlich so ein Ausnutzen von Machtstrukturen, ja. Kann man so sagen, finde ich auch. Also Jetzt es ist ist es. natürlich jetzt nicht mehr so, dass Frauen nur publizieren können, wenn sie männliche Pseudonyme haben, wie es früher war. Muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber ich denke schon, dass das, also ich weiß auf jeden Fall, dass es eben, also dass zum Beispiel Joanne K. Rowling, als sie den ersten Harry Potter Band veröffentlichen wollte, gesagt wurde, mach lieber nur die Initialen, sonst lesen das die Jungs nicht, wenn das so eine Frau ist. Ob das nun stimmt oder nicht, ja, gesagt wurde es ihr so. Oder auch, es gibt A.L. Kennedy und es gibt noch ein paar andere Autorinnen. Und das sind eben, weiß nicht, vielleicht fallen euch auch Männer ein, die nur mit Initialen veröffentlichen. Aber bei Frauen gibt es eine ganze Menge. Und bei denen hat es eben auch, wenn sie gefragt wurden, den Hintergrund, dass sie einfach nicht als Autorin wahrgenommen werden, weil da man immer gleich zu nah an der Abwertung ist. Die wollen neutral wahrgenommen werden. Ist aber so, dass natürlich da sich gewisse Dinge ändern und zumindest eben auch immer mehr Menschen immer mehr Veränderungen sich wünschen. Und jetzt, wir beschäftigen uns ja genau mit dem Phänomen. Das heißt, Philipp und ich versuchen ja so ein bisschen diesen kulturellen Wandel zu greifen und besser zu verstehen. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist tatsächlich dann, wenn ich solche Bücher wie deine lese, ist immer mit dem Kontext hinten dran, was heißt es eigentlich so oder wie kann man das verstehen in diesem Kontext Kultur der Digitalität? Das heißt, was hat sich dadurch denn geändert? Was verändert sich also an Möglichkeiten, vielleicht auch an Herausforderungen? Hast du für dich auch an manchen Stellen gedacht, das hat sich durchs Netz irgendwie jetzt verändert, im positiven als auch negativen Sinne? Also ich muss sagen, für mich ist dieses ganze Aufmerksamwerden auf dieses Thema durchs Netz entstanden. Also wäre ich da wie vor den sozialen Medien jetzt irgendwie aufs Feuilleton, aufs Fernsehen gar oder so verwiesen gewesen, wäre das alles nicht entstanden. Also dieses Hören von kritischen Stimmen, die auch konstruktiv sind und Ideen haben, wie eben, also es ging ja so ein bisschen los, bevor ich auf das Thema aufmerksam geworden war mit diesem mit dieser Instagram-Challenge, dass die Bücher in den Regalen umgedreht wurden, also mit dem Schnitt nach vorn. Entschuldigung, die von Männern sind, sodass man eben nur noch die Bücher von Frauen sieht und wie wenig das sind.
leider Kratzen im Hals. Während du trinkst, würde ich dann das aufgreifen wollen, weil tatsächlich, wir haben ja so im Vorfeld immer so ein Etherpad, wo wir so Fragen reinschreiben, überlegen, um Orientierung zu haben, welche Richtung Diskussion führen könnte. Ich habe tatsächlich, also ich bin ja jemand, der ganz viele Sachen sich erstmal anhört und meistens dann aber beim Hören immer, also Hörbücher, beim Laufen und beim, oder so, oder beim Spülen. Und dann aber, wenn ich feststelle, nee, ich muss da zu viel markieren, dann bestelle ich das Buch in druckter Form, um dann nochmal meine Eselsohren reinzumachen und zu unterstreichen und zu markieren. Und eine Passage in deinem Buch war eben, die mich natürlich beschäftigt, auch als Lehrer, sage ich ganz ehrlich. Da gab es nämlich eine Zeile, die lautet folgendermaßen: Im selben Maße, wie sich Gesellschaft wandelt, wandelt sich der Kanon der Werke, von denen sie sich repräsentiert sieht und deren Überlieferung sie interessiert ist. Und das ist natürlich so etwas, was natürlich auch im schulischen Kontext mit einer Rolle spielt. Das heißt, was wird eigentlich da gelesen? Welche Gesellschaft wird eigentlich abgebildet? Welche Literatur? Welche Erzählung wird eigentlich wiedergegeben? Und die Frage für mich war einfach: Siehst du denn so eine Entwicklung in die Richtung, dass Literatur die Diversität von Gesellschaft, die wir eigentlich vorfinden, auch jetzt vielleicht perspektivisch in nächster Zeit auch erreichen könnte? Tja, will ich natürlich gerne sehen, aber nach allem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, gerade auch wie Rahmenlehrpläne, insbesondere dann in der Oberstufe, wie verbindlich die inzwischen auch sind, wie wenig Spielraum man da dann auch als Lehrkraft hat und so, weiß ich nicht. Also ich glaube, da bräuchte es schon richtige Vorstöße. Also wir haben das hier in Hamburg, wo es überschaubar ist und man sich kennt und so, schon überlegt, ob wir echt mal mit so konkreten Vorschlägen, ist noch ein frischer Gedanke und haben wir noch nicht gemacht, aber also wirklich, was man machen kann. Aber da Schule Ländersache ist, müsste das eben, bräuchte es da richtig viele Initiativen und dann gibt es da natürlich auch, das ist halt umkämpftes Gebiet, ne? Also Kanon und also die Werte und Werke, die da gerade verhandelt werden oder die seit langer Zeit, da hat sich ja ewig sehr, sehr wenig bewegt. Und das wird wahrscheinlich, das ist ja nicht nur, sind nicht nur die Kultusministerien. Ich meine, als nächstes kommen ja auch die Lehrenden und auch die Eltern, ja, also von denen ist im Zweifel auch Widerstand zu erwarten. Und also deshalb fürchte ich, das wird dauern. Das ist, Aber ich hast du denn glaube, da das. vielleicht die Erfahrung, weil du sagst, es gibt Eltern und so. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt gerade über das Netz und du bist jemand, der viel im Netz aktiv ist und ja auch viel drüber schreibt und laut denkt und seine Gedanken mit anderen Menschen teilt, dass eben jetzt auch eben, ob jetzt SchülerInnen oder auch eben Eltern auf dich aufmerksam werden und dann deine Gedanken durch auch mit reintragen in diese gesellschaftliche Debatte hinein, zu sagen, hey, wieso betrachten wir das nicht mal aus der Perspektive? Hast du da schon auch Erfahrungen sammeln können oder Dinge gesehen? Mit Bezug auf Schule noch nicht so richtig, muss ich sagen. Auch Also muss ja das. gar nicht Schule konkret sein, weißt du? Also es kann ja auch der Kanon jetzt, wenn du sagst, es gibt ja auch die Debatte, wo man sagt, dass zum Beispiel in Zeitungen, weißt du, die Zeit, Ach so, dann gibt es ja. diese Auflistung von so viel 100 Büchern und dann von diesen ganzen 100 Büchern, die wichtigsten Werke, das sind dann doch wiederum ein sehr, sehr überschaubarer Anteil von Frauen. Ja, das stimmt. Also das. Da habe ich eigentlich, also das ist sehr polarisiert. Also ich erlebe da eigentlich immer sehr viel Zustimmung auf der einen Seite. Ja, das muss sich ändern. Wir brauchen mehr Frauen. Wir brauchen nicht nur mehr Frauen. Wir brauchen vor allen Dingen mehr AutorInnen of Color und mehr Perspektiven, queere Literatur. Ja, das muss irgendwie komplett aufgebrochen werden. Und dann halt so diese sehr verfestigte andere Seite. Und das halt sind halt die Kanons aufstellen in Buchform und im Feuilleton und so. Wobei es da ja nun auch Gegenbewegung gab, die Kanon und auch andere. Aber das sind eben immer nur so Vorschläge und das ist ja auch gut und richtig. Das bewirkt ja auch was. Das bewirkt ja alles was. Also auch wenn man alleine irgendwie beschließt, ich verschenke jetzt auch nur noch Bücher von Frauen, auch an Männer, so, ja, dann führt das ja schon zu Gesprächen. Und also ich finde diesen Ausdruck so toll, der ist von Sonja Lewandowski, der gesummte Kanon. Das ist eben nichts, was irgendwo festgeschrieben wird, sondern das ist das, was wir uns alle so gegenseitig empfehlen und weitergeben und so. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und von sowas kann ja auch von unten entstehen. Aber ich erinnere mich an ein Radiogespräch, das ist jetzt aber schon so 2 Jahre her, wo dann die Frage auch war, ja, aber wollen Sie denn im Ernst 50-50 in so einem Kanon? Also Frauen und Männer, ja, natürlich. Also man kann ja mal andersrum fragen, ne? Was brauchen wir davon überhaupt noch? Also ich will es gar nicht alles rausschmeißen, aber man muss wahrscheinlich
um das mal umzustürzen, wirklich mal anders und fragen, was brauchen wir davon noch? Was gibt uns wirklich noch was davon? Das hat echt noch was mit heute zu tun. Und was sind nicht eigentlich sehr merkwürdige Geschichten von alten Männern und jungen Mädchen, ja, Goethe, Frisch und so weiter, an die wir uns ein bisschen zu sehr gewöhnt haben? Ja, ich arbeite ja als Deutschlehrer und als auch in der Ausbildung in der Deutschdidaktik, und da sehe ich manchmal auch, dass das System halt so komplex ist und so viele Faktoren eine Rolle spielen. Du hast jetzt die Erwartungen von Eltern, aber auch von, wenn man an einer Schule ist, von Mentorinnen beispielsweise, die dann auch gewisse Texte kennen und andere Texte nicht kennen. Also mir hat sehr Eindruck gemacht, dein Beitrag zu Gabriele Reuter, die eine erfolgreiche Autorin gewesen ist zur Zeit von Theodor Fontane und deren Romane eigentlich zu der Zeit mehr gelesen worden sind als die Romane von Fontane, aber heute kennt man sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also die Literaturwissenschaft hat sie wiederentdeckt, wenn ich das so richtig sage, aber in der Schule werden ihre Texte nicht gelesen und Fontane wird weiterhin gelesen, ist Teil des Kanons. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gern so einen Text lesen von Gabriele Reuter, dann ist die Schwierigkeit zunächst einmal, die greifen zu können. Also es gibt günstige Fontane-Ausgaben, die ich mir in der Schule leisten kann. Bei Reuter, ich weiß jetzt nicht, wie das genau aussieht, aber wahrscheinlich müsste ich da zuerst eine Ausgabe finden. Dann hätte ich viele Kolleginnen, die gar nicht wissen, wer das ist und denen ich das zuerst mal erklären müsste und die dann vielleicht sagen, ja gut, aber das kenne ich nicht, wollen wir das wirklich? Also ich müsste viel Überzeugungsarbeit leisten. Und dann sagen meine Studierenden oft, ja, aber da gibt es gar kein Material zu. Wenn ich jetzt Effie Briest mache, dann habe ich fünf vielleicht so kleine Hefte, die irgendwie mir sagen, was ich an die Tafel schreiben soll beim dritten Kapitel. Und wenn ich das selber mache, dann muss ich ja alles selber erfinden. Was mache ich denn da? Und dann sind so viele Faktoren, die es einfach enorm anstrengend machen, gerade in der Literaturgeschichte. Ich finde, bei zeitgenössischer Literatur haben mehr Menschen so den Zugang zu sehen, ja, das ist jetzt divers, aber wenn wir jetzt so das 19. Jahrhundert nehmen, da sind aus meiner Sicht diese Ausschlussprozesse so stark und so historisiert, dass es einfach ein Kraftakt ist, da mit dieser Literatur zu arbeiten. Und was ich mich da frage, ob es nicht digitale Formen gäbe, um Texte zugänglich zu machen. Und wenn wir dann sagen, ja, wir lesen die Texte auf E-Readern oder wir lesen sie auf mobilen Geräten, dass es dann vielleicht viel einfacher möglich wird, dann so auch vielleicht auf Sammlungen solcher Texte zuzugreifen. Wie siehst du Ja, das? also was die Primärtexte angeht, wäre das bestimmt, wär das bestimmt eine super Lösung. Wenn man voraussetzen kann, dass alle Kinder da das ein oder andere Gerät haben, kann man wahrscheinlich inzwischen. Aber du hast vollkommen recht, das darf nicht den einzelnen Lehrenden überlassen sein, dann da, dass sich das erarbeiten zu müssen. Ne? Das ist genau das, was es bräuchte. Und deshalb muss man eben dann doch wieder bei den Kultusministerien und parallel bei den Verlagen, den Schulbuchverlagen ansetzen, damit es Lehrmaterialien gibt. Und die Autoren und die Texte sind alle da. Aber dieses Vermittelnde, das gibt es eben nicht. Und das ist ja auch in der Literaturwissenschaft das Problem, dass es die Handbücher nicht gibt und so. Und das genau da müsste man ansetzen, dass das aufbereitet wird und man sich auf was beziehen kann. Wenn du jetzt sagst, das Ziel, also das heißt deines Buches Frauen Literatur, wäre es beim nächsten Buch, das so drucken zu können, dass es Frauen durchgestrichen nicht mehr dasteht und aber trotzdem dann das erreicht wäre, was so drin steht. Wo siehst du da die größten Hebel? Abgesehen davon, dass wir jetzt alle an Weihnachten Bücher von Frauen verschenken werden und kaufen werden und darüber bei Instagram und sonstigen sozialen Netzwerken posten werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Was gibt es noch für Hebel, um in die Richtung die Bewegung zu unterstützen? Ach, ich finde, also mein Ansatz ist halt Aufklärung, ne? Also deshalb habe ich letztlich das Buch geschrieben und hoffe auch, dass auch die jetzt nichts dazu sagen, es heimlich doch gelesen haben, also im Feuilleton und so. Und sei es nur, um zu gucken, ob sie da drin auch negativ erwähnt werden. ja, also ich denke, dass darum geht es letztlich, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum das ein Problem ist. Also dass das auch wegkommt von diesem, wenn wir keine Frau und keine People of Color auf dem Podium haben, das darf man ja heutzutage nicht mehr machen. Aber warum hat keiner so genau verstanden?
Also, dass man das mal irgendwie ein bisschen erläutert und in Kontext setzt. Und also es ist schon ein bisschen frustrierend, finde ich, weil ja so Dinge wie dieses Qualitätsargument, das dann immer wieder kommt, ne? Jedes Mal wieder steht es in der FAZ oder so. Das finde ich schon krass, dass da auch einfach, es hat, glaube ich, Sibel Schick heute gerade getwittert, es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, dass wenn man das Qualitätsargument ins Feld führt, dass das immer bedeutet, Frauen, People of Color können ja nicht schreiben. Also wir würden das ja nur aufnehmen trotzdem, weil man das jetzt muss. Dass es immer rassistisch, sexistisch ist, wenn man das ist nicht schwer zu verstehen, ja. Und wenn man es trotzdem verwendet, dann ist es halt Reproduktion von Rassismus und Sexismus. Und es wird aber immer weiter verwendet. Und insofern kommt man auch mit Aufklärung irgendwie an Grenzen, aber ja, ich denke, anders geht es nicht. Also manche wollen es nicht verstehen und sehr viele sind aber offen dafür und da einfach, und das sind ja die auch, die Bücher kaufen und weiterempfehlen und Aber so. hast du eine Momente gehabt, wo du das Gefühl hattest, da hättest du es nicht erwartet, dass dann doch irgendwie ein Zugang gefunden wurde, wo du gedacht hast, nee, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also jetzt mal so Ansätze zu finden, vielleicht so positive Erlebnisse auch. Ich erlebe es immer eher als ziemlich polarisiert. Ich höre davon. Also mir berichten Leute, dass sich Menschen plötzlich bewegen, von denen sie es nicht so erwartet haben. Vielleicht habe ich auch von denen zu wenig im Bekanntenkreis. Also ich habe mitbekommen, dass es das gibt. So richtig persönlich erlebt habe ich das immer noch nicht. Dann gebe ich dir eine Rückmeldung. Ich bin einer dieser Menschen. Ah, Ich bin einer dieser come on. Menschen. Ich sage es ganz ehrlich. Also, ich habe jetzt als neulich dieser Tweet, der so herumgeisterte, von der Sarah Lee oder wie die heißt, von den Grünen. Da habe ich überlegt, wie ich eigentlich so mit 13, 14 gedacht habe, was ich Sachen gemacht habe. Jetzt mal völlig unabhängig davon, was sie jetzt gemacht hat. Aber ich habe dann für mich überlegt, welche Haltung, welches Verständnis ich hatte. Und ich habe diese ganze Perspektive. Also ich habe natürlich schon zum Beispiel die Perspektive von Diskriminierung über Rassismus erfahren, aber ich habe tatsächlich nie diese Parallele gesehen im Bereich auf also Feminismus oder Sexismus. Das heißt, das habe ich zum Beispiel nie so für mich so gesehen. Und durch das Netz erst habe ich eben dann mitlesen dürfen und dann mitverstehen dürfen und auch die Zugänge bekommen, die ich sonst nie gehabt hätte. Das heißt, ich bin nicht aufgewachsen mit einer Umgebung um mich herum, die diese Bücher oder diese Sachen so vorgeschlagen hätten. Und deswegen, ich danke ich dir, also deswegen gibt man direkt ein Feedback von mir heute, dass es so Leute wie dich gibt und viele andere auch, die ich einfach über dich dann lernen darf und tatsächlich dann für mich tatsächlich auch in meinem Umfeld versuche mit zu beeinflussen, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt natürlich in meinem Kontext eher Menschen vorfinde, die nicht so drauf sind, jetzt wie ich es gerade jetzt für mich sehe und finde. Und da den Diskurs zu suchen, ich glaube tatsächlich, dass dann wiederum solche Leute, die man dann eben so da einen Zugang geöffnet hat, dass die wiederum sehr vielen anderen Zugang schaffen können, weil ich zum Beispiel nicht so stark polarisiere. Das heißt, wenn du jetzt was schreibst oder jetzt eine Margrethe Stokowski was schreibst, dann kriegt natürlich dann dementsprechend immer Rückmeldung von Jürgen und Peter. Wenn ich aber was sage, dann und Jürgen und Peter mit dem Fußballverein sind, dann werden die wahrscheinlich anders darauf reagieren. Ja, also wenn du es so sagst, gehöre ich natürlich selber auch dazu. Also auch wieder apropos Digitalisierung, ne? Weil die Parallelen zwischen Sexismus und Rassismus, die habe ich auch mit Ali Tasters angefangen zu sehen. Und auch dieses zu gucken, wem könnte man denn, meine Timeline ist total weiß, wem könnte ich denn alles mal folgen, gezielt darauf zu achten und dadurch andere Perspektiven zu, das ist natürlich bei mir auch ein Effekt. Also da bin ich einfach Twitter total dankbar. Ich meine, es wird ja immer so, kommt immer so irre schlecht weg. Also insbesondere natürlich Print. Aber das kommt ja sehr darauf an, wie man es nutzt und wie man seine Timeline pflegt. Und das gilt für mich auch. Also dass ich dadurch, also ich denke, das würde auch echt vielen, die immer über Twitter schimpfen, mal gut tun, also sich mal speziell so in unseren Timelines, ja, vielleicht nicht in deren Timelines, umzuschauen. Weil das genau dazu führt, dass man irgendwie denkt, ah, okay, die erleben letztlich dieselbe Art von Diskriminierung in Grün, ja? Also wie viele Parallelen da sind und dadurch diese Art von Solidarisierung, die da stattfindet und die ja auch so, finde ich, so ein starkes Gefühl von, ey, wir sind echt eine Masse. Ja? Wir könnten uns schon auch zusammentun und überhaupt, wir sind wer, ja? All die da ausgeschlossen werden, wenn es irgendwie heißt,
Wie soll eine Autorin of Color jetzt auch noch auf die Shortlist kommen? Das ist aber übertrieben. Dass man sich dagegen mal, dass es einfach irgendwie eine kritische Masse ist, die sich da wehrt. Da hätte ich noch zwei, ja, eine Bemerkung vielleicht und eine Anschlussfrage, die ich finde auch, dass sich mein Blick enorm geändert hat und vieles so wie entzaubert worden ist. Also wenn ich daran zurückdenke, was ich in den 90er Jahren als Student vielleicht, aber dann auch schon als Lehrer, was ich für Rezensionen gelesen habe, was ich mir im Fernsehen für Sendungen angeschaut habe, wenn ich das heute anschaue, also so wie Reich Ranicki am Fernsehen gesprochen hat, wie Elke Heidenreich gesprochen hat, das würde ich heute nicht mehr ertragen, länger als 5 Minuten mir sowas anzusehen. Das ist komplett absurd, aber und das hat sich jetzt in 20 Jahren, auch dank Twitter, hat sich dieser Blick völlig geändert, wo ich merke, da waren so viele blinde Flecken, da wurden systematische Diskriminierungsformen und Machtstrukturen erhalten. Das geht gar nicht so. Und trotzdem geht das ja weiter. Also die Leute, die damals fürs Feuilleton geschrieben haben, die schreiben teilweise heute noch und sind meinungsbildend auch. Und es gibt Leute, die weiterhin denken, dass das die richtige Art ist, über Literatur nachzudenken und Literatur zu werten. Und jetzt kann man sagen, ja, da ist eine kritische Masse, die irgendwie aufgeschlossen und bereit ist, Diversität auch zuzulassen und auch über Formate nachdenkt. Ich denke, das Problem dieser Podien ist ja häufig auch, als Frau ist es gar nicht besonders attraktiv oder als Person of Color auf so ein Podium zu gehen, bei dem die ganze Dynamik schon so ist, dass man gar nicht wirklich eingeladen ist, seine Perspektiven einzubringen, sondern das Thema ist schon irgendwie so vorgegeben, dass da nur Murks rauskommen kann oder irgendwie ein Zitatschnipsel oder so. Oder die Also gibt Moderation, die das dann einordnet, ne? Die ist ja dann zum Teil auch, macht das alles wieder zunichte, dass da eigentlich eine interessante Perspektive sitzt. Ja, genau. Und jetzt gibt es aber natürlich so dieses Narrativ, dass man sagt, ja, das Feuilleton sagt, ja, Twitter, das ist, ich weiß nicht, eine Kloake, da ist nur Hass, da ist nur Schwarz-Weiß-Denken und so weiter. Das findet, also das wird ja eigentlich auch wieder entwertet, was da stattfindet. Also so diese Wertschätzung, dass man sagt, da ist das eine lebendige Kultur, da sind Leute, die sich offene Gespräche führen und sich Gedanken machen darüber, sodass man sagen muss, dasselbe gilt auch im Bildungsbereich, dass wir über Schulen sehr interessante Diskussionen im Netz führen, aber in den konkreten Lehrerinnenzimmern, da passiert dann viel weniger oder da ist das viel weniger sichtbar, so wie das bei Verlagen und auf Buchmessen und so weiter auch nicht so direkt ankommt wahrscheinlich, was da alles passieren müsste. Und wie würdest du das sehen? Sollte man sagen, ja, ich konzentriere mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die aufgeschlossen sind, die in die richtige Richtung gehen, oder ich kämpfe dafür, dass sich das System an der Basis tatsächlich auch ändert. Und dieser Kampf kann ja oft sehr frustrierend sein, weil man da die große Veränderung nicht so sieht, während tolle Projekte mit netten Menschen machen, das kann ja sehr empowering sich anfühlen, aber vielleicht auch so eine gewisse Blasenstruktur haben, dass man sagt, ja, das ist gar nicht so eine kritische Masse, wie ich mir das vielleicht einrede. Wie siehst du das? Ja, also ist echt die Frage, wie sehr man sich da aufreiben soll, oder, ja, abarbeiten am System. Aber ich glaube, es braucht schon beides. Also um inhaltlich weiterzukommen, braucht es die Bubbles, die da daran gemeinsam arbeiten. Also auch um motiviert zu bleiben und den Spaß an der Sache zu behalten, einfach voranzukommen. Und es gibt ja aber auch im Feuilleton gibt es ja diejenigen, die viel progressiver sind als jetzt so das Klischee-Feuilleton, ja, und die da auch alles tun, um auch andere Leute auf die Podien zu holen und in die Feuilletons und so. Und das und also die Grenze ist ja nicht scharf. Es gibt ja auch, also ich meine zum Beispiel schreibt Johannes Franzen von 54 Books auch fürs Feuilleton. Und also das und da ist nicht das einzige Beispiel. Ne? Das, insofern glaube ich, braucht schon beides, sich jetzt dann nur dran abzuarbeiten und immer wieder gegen die Wand zu fahren oder so, jedes Zehnte ist dann vielleicht mal ein Erfolgserlebnis. Das hält, glaube ich, kein Mensch auf. Aber ja, man sollte es dann auch nicht mehr noch stärker trennen, als es. Und es gibt ja, ich meine, klar, wie du sagst, zum Teil sind diejenigen noch da, die ja schon mit Reich Ranicki und Co. gesessen haben. Und auch von den Jüngeren sind welche im Kopf ganz genauso und haben genau die als Vorbild, ja.
Aber es gibt ja, es gibt halt echt auch andere. Insofern finde ich, das macht schon auch Hoffnung. Und würde ich mich nicht entscheiden wollen, würde ich kein Entweder-oder sehen. Dann nehme ich mal als deinen Tipp auf jeden Fall diese Leute, diese anderen einfach nochmal sichtbarer zu machen, noch stärker die zu kommunizieren, noch, dass die einfach auch stärker im öffentlichen Diskurs stattfinden. Und da würde ich auch schon ein bisschen zu meiner finalen Frage überleiten. Und zwar, was wären es denn für Personen, denen man vielleicht folgen sollte, die man abonnieren sollte, die vielleicht eben so eine Arbeit leisten, wo man andere Perspektiven einfach dazugewinnen kann? Also ich finde für mich unheimlich wichtig war und ist da 54 Books, die eben auch, also ein Online-Feuilleton, die eben auch sehr, also was heißt, darauf achten, das ist schon die völlig falsche Formulierung, die einfach aus wirklich diversen Perspektiven bestehen und da einen Fokus auf nicht nur Literatur, auf Kultur generell haben, den ich immer wieder total bereichernd finde, weil, und ich muss wirklich sagen, das habe ich neulich auch mal getwittert, es ist, wenn man das sind so gute Artikel, die sind so gut recherchiert und von Leuten, die wirklich Ahnung haben und die halt nicht mal eben über irgendwas schreiben, weil irgendjemand in der Redaktion, auch wenn keine Ahnung hat, muss jetzt darüber schreiben, sondern die wissen genau, wovon sie schreiben. Und man ist total verwöhnt, ja. Also wenn man 54 Books gelesen hat, kann man danach vieles andere auch nicht mehr so gut ertragen. Und was ich auch, wenn man jetzt speziell Literatur interessiert ist und so jenseits dessen, was man überall sieht, gucken möchte, kann ich dringend empfehlen den Newsletter von Magda Birkmann, die auf Twitter Magda Riene ist, Buchhändlerin in Berlin im Ozelot. Und in dem Newsletter, die liest irrsinnig viel und auch unheimlich inspiriert und inspirierend jenseits des Mainstream. Und auch viele AutorInnen of Color und das ist auch eine totale Bereicherung. Danke. Dann freue ich mich, wenn auch dieses Gespräch dann im Netz vielleicht zu weiteren Diskussionen und weiteren Tipps führt. Und ich danke dir sehr für deine Einsichten und Einschätzungen dieses Themas und dass du dranbleibst, dass du dich engagierst. Mir scheint das sehr, sehr wichtig zu sein als Thema. Und es ist etwas, wo ich persönlich sagen kann, ich habe einfach gelernt, wie viel. Ich habe kürzlich mal das Büchergestell ausgeräumt. Also da hat es zu viele Bücher jetzt hier. Das sieht man auch in meinem Hintergrund. Und da müssen immer wieder welche weg. Und dann habe ich so wie gedacht, ich bereue eigentlich bei einigen Büchern, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, weil ich hätte so viele andere Bücher in der Zeit lesen können, von denen ich damals gar nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Und das schätze ich deshalb sehr, auch wenn man jetzt nochmal fürs Buch vielleicht ein bisschen Werbung macht. Da gibt es so viele Tipps auch, was man lesen Ja. könnte und was man, wo man Anschlüsse findet für das, was dann auch wirklich interessant sein könnte, womit man sinnvollerweise die Zeit verbringen sollte. Also das Buch Frauenliteratur sei jetzt nochmal allen empfohlen, die hier zuhören. Danke. Also vielen Dank für deine Zeit, Expertise und dann bis nachher im Netz. Ja, genau. Ich danke euch. Das war sehr nett. Tschüss. Tschüss.